Hallo, hier bin ich wieder. Hier ist der Erfolgsfaktor numéro 3. Ja. Point du succès, würden die Franzosen, glaube ich, sagen. Genau, und das ist die Beschaffung des Adressmaterials. Ja, wir reden ja hier von Telefonie, also Telefonmarketing letztendlich. Und da ist natürlich das, wie soll ich sagen, das Fundament, ja, also die Kampagne steht und fällt letztendlich mit der Qualität des Adressmaterials, ja. Und hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dass man sich hier welche beschafft, ja, also verschiedene ganz normale Broker, Listenbroker und so weiter, aber man muss sich immer eines im Bewusstsein halten, dass vielleicht durch schnellen Zukauf von Adressen, ja, vielleicht man schnell eine große Liste hat. Ja, aber wie gut ist denn die Qualität dieser Liste? Ja, muss ich nicht vielleicht dann doch wieder jeden einzelnen Kontakt selber also antelefonieren, um mir zum Beispiel das Opt-in zu holen, ja, um überhaupt zu prüfen, ob die Adresse noch aktuell ist, ja, ob der Kontakt da drin, Kontakte noch aktuell sind, sprich up-to-date. Ja. Das ist nämlich häufig nicht der Fall, ja, weil einfach die Aktualität einer großen Datenbank, ja, extremst schwierig ist zu gewährleisten. Es müssten ja ständig Dutzende von Leute diese aktuell halten, denn permanent, ja, also unsere Welt wird ja immer schnelllebiger, das sollte man nie vergessen. Und der Rollentausch, also die Fluktuation der Jobs in den Unternehmen, ja, der erhöht sich ja permanent über die Jahre, schon die ganze Zeit. Das heißt, diese ja, IT-Leiter und CEOs und so weiter, Listen, die es da vielleicht irgendwo gibt, ja, das hat vielleicht früher gut funktioniert, wo einfach ein IT-Leiter, wenn er mal seinen Job hatte, ja, so in den 90ern, so wie ich angefangen habe, meine Lehre zu machen, naja, dann hat man einfach einmal einen guten Job gehabt und dann sein ganzes Leben lang ausgeführt. Ja, die Zeiten sind einfach vorbei. Und infolgedessen ist einfach diese Großdatenbanken mit irgendwelchen Firmenadressen oder Kontakten, dass die noch aktuell sind, es wird immer schwieriger. Also hier ist von, würde ich persönlich eher mal Vorsicht genießen, also mit Vorsicht das Ganze sehen und vielleicht sogar abraten. Und mit etwas mehr Geduld, ja, mit etwas mehr Präzision an die Sache rangehen und einfach das zum Beispiel als Teil der Marketingkampagne mitbuchen, ja. Jede gute Marketing-Agentur bietet sowas an, dass man das einfach mitbucht, ja, das Recherche und quasi Profiling, ja. Naja, und der Vorteil daran ist ja auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Agent bin und mache das Profiling und die Recherche, das gleich zu verknüpfen mit der eigentlichen Akquise letztendlich, ja. Ich meine, letztendlich wird es ja sowieso verknüpft. Und wie ich schon eingangs sagte, selbst wenn ich jetzt eine große Liste kaufe, muss ich eventuell, um mir das Opt-in zu holen, ja sowieso erstmal wieder telefonieren. Also hier beißt sich oft häufig beim Adresskauf, ja, oder bei der Miete, vielleicht noch schlimmer, beißt sich häufig die Katze irgendwie in den Schwanz. Ja. Sagt man das so? Naja, gut. Okay, ich denke, der Punkt ist relativ klar. Ja. Also Adressmaterial ist super wichtig. Ja. Und wenn keines vorhanden ist, ja, und auch nicht die Möglichkeit besteht, irgendwelches schnell zu beschaffen oder einzukaufen, gilt einfach die Devise Geduld. Ja. Also gute, wirklich gute Termine, gute Leads, ja, eine gute Sales Pipeline, ja, die ist nicht von heute auf morgen entsteht die. Ja. Es hat alles sein Tribut, ja, muss man Zeit und Kosten einfach mit einkalkulieren, ja, und wenn es einfach von in der Gesamtkalkulation nicht mit reinpassen würde, ja, dann muss man einfach mal schauen und wieder das gesamte Bild sehen, ja, wo man da vielleicht an der Schraube noch drehen kann, im Online-Bereich, Online-Marketing, vielleicht versuchen, erstmal Besucher zu generieren über die Webseite und die dann sozusagen ins Telefonmarketing als Nachtelefonie, ja, mit ins Telefonmarketing Design, also ein Konzept mit einzubauen, ja, und schon braucht man sich keine Adresse mehr kaufen. Ja. Wäre nun mal so ein Beispiel, das war Punkt Nummer 3 und der vierte folgt zugleich. Bis gleich, ciao.